Ja, hallo und herzlich willkommen zum Update im März. Ja, tatsächlich sind schon wieder 4 Wochen vorbei. Und ja, dieses Mal ist gar nicht so extrem viel passiert, aber was ich auf jeden Fall jetzt hatte, war das ganze Thema von der Performance Max Kampagne, also die maximalen Performance Kampagnen. Da gab es jetzt doch so ein paar Updates und es gab auch einige Nachfragen von Kunden und ja, da haben wir auch mehr mit Google drüber gesprochen. Und genau, vielleicht gleich vorneweg, das hatte ich ja auch, glaube ich, bei einem der letzten Updates schon mal gesagt, dass tatsächlich so die Performance dieser Kampagne deutlich besser geworden ist, wenn ich das vergleiche gegenüber Anfang 2022, wo ich das die ersten Male getestet habe, dann hat sich da bei Google erwartungsgemäß und wie ich es damals auch dann so als Ausblick genannt habe, sehr, sehr viel geändert. Ja, also die funktionieren jetzt meistens doch deutlich besser und deutlich schneller, immer dann, wenn man natürlich auch genügend Conversion-Daten liefert, ne? Und einfach auch da genügend Datenmaterial da ist, genug Futter für den Algorithmus da ist, dass diese Kampagnen auch wirklich besser funktionieren. Ja, etwas, worauf uns Google immer wieder hinweist und was eben für den Algorithmus wirklich sehr entscheidend sein muss, ist das Thema eines Videos. Ja, also wenn ihr eine maximale Performance-Kampagne fahrt und die funktioniert vielleicht auch schon ganz gut, dann prüft bitte mal, ob ihr dort auch ein Video hinzugefügt habt. Wenn nicht, macht bitte eins. Ja, das muss jetzt nicht total lang sein. Das kann auch 20 Sekunden oder 30 Sekunden sein. Aber der Algorithmus kann wohl damit sehr viel besser funktionieren als ne, mit diesem sozusagen nicht angelegten Video. Ja, und dann macht Google automatisiert wirklich ein ja, eigenes Video. Das ist oftmals nur sowas wie eine Dia-Show. Ja? Also da werden dann Bilder von euch genommen, ein paar Texte und daraus wird ein Video kreiert. Das funktioniert natürlich nicht so gut, als wenn ihr ein eigenes macht. Ja? Das könnt ihr auch so ein bisschen einmal schauen in diesem entsprechenden Tool dafür. Und zwar hier unter der Asset-Bibliothek. Ne? Da könnt ihr auch sozusagen über Google selbst im Prinzip hier nochmal ein Video erstellen. Das habt ihr vielleicht auch noch gar nicht so richtig gesehen. Ihr könnt also sagen, Video erstellen, dann wählt ihr euch Dauer aus und dann werdet ihr durch einen Assistenten geführt. Aber auch das ist eigentlich eher sowas wie so eine Dia-Show. Ja? Die ist also nicht besonders ansprechend. Ich würde euch empfehlen, macht ein eigenes Video. Ja? Und dann ladet es bei YouTube hoch. Das kann ja auch nicht gelistet sein, also dass es nicht öffentlich gefunden wird. Und ihr verknüpft es dann einfach mit der maximalen Performance-Kampagne. Hier seht ihr entsprechend die Möglichkeit, dann diese Videos zu erstellen. Könnt ihr also gerne dann auch über das Google Ads-Konto selbst machen, wenn ihr so eine erste Version haben wollt. So, dann nächstes Thema bei der maximalen Performance-Kampagne. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, dass ihr Keywords ausschließt. Ja, das könnt ihr weiterhin über den Google-Support-Weg machen. Da könnt ihr also auch eure Marken-Keywords, eure Brand-Keywords hinschicken. Ihr könnt sagen, bitte schließt die aus. Ja, und dann werden die auch nicht mehr aus der maximalen Performance gelistet. Das könnt ihr wohl auch mit einzelnen generischen Keywords machen. Das müsst ihr aber wirklich über den Google-Support machen. Was ihr selbst machen könnt, ist auf Kontoebene unter den Kontoeinstellungen kontoweite Keyword-Ausschlüsse festzulegen. Ja, und zwar findest du das hier unter auszuschließende Keywords. Ja, da kannst du im Prinzip eine Liste anlegen. Dabei musst du aber beachten, das betrifft wirklich alle Kampagnen dann in deinem Konto. Also wenn du hier was ausschließt, dann ist das auch in allen anderen Kampagnen weg. Das betrifft nicht nur die maximale Performance. Nichtsdestotrotz kannst du damit natürlich auch, wenn du gewisse Begriffe kennst, wie gebraucht, verschenken, tauschen und so weiter, dass du das halt generell nicht haben möchtest in deinen Suchbegriffen, dann kannst du die natürlich kontoweit ausschließen. Und das hat auch einen Effekt auf die maximale Performance-Kampagne. Ja? Also nutze das auch gerne als Möglichkeit. Dann etwas, was wir sozusagen jetzt auch nochmal gefunden haben, du kannst Placement-Ausschlusslisten anlegen. Du kannst also bestimmte Webseiten, bestimmte Apps angeben und kannst sagen, darauf möchte ich in meinem Konto keine Anzeigen geschaltet haben. Das greift auch für die maximale Performance-Kampagne. Ja, also wenn du bestimmte Webseiten schon kennst, dann kannst du sie auch entsprechend hier ausschließen. Sowas wie vielleicht eBay-Kleinanzeigen, Lavoo, andere Plattformen, die auch häufig sehr viel Traffic haben, die für dich aber vielleicht einfach keinen qualitativ hochwertigen Traffic liefern. Ja, könntest du entsprechend hier auch darüber ausschließen. Wenn du etwas sozusagen mal auswerten möchtest über die maximale Performance-Kampagne, dann kannst du zum Beispiel dir auch Placements anschauen und wie häufig du auf diesen Placements geschaltet wurdest mit deinen Anzeigen. Da klickst du entsprechend hier auf Placement der Kampagne für maximale Performance.
Ja, und dann bekommst du für den ausgewählten Zeitraum im Prinzip direkt die Anzahl der Impressionen. Mehr kannst du leider nicht hinzufügen an Daten, aber du kannst hier auch schon mal ganz gut sehen, wo und wie häufig liefert dich denn Google aus. Ja, und wenn du hier gewisse Webseiten siehst, wo du sagst, da möchte ich keine Werbung schalten, da weißt du vielleicht schon von früheren Kampagnen, dass da auch kein guter Traffic rüberkommt, dann kannst du die eben in diese Placement-Ausschlusslisten packen. Ja, das ist sozusagen dann eben nochmal der andere Weg. Und weil es gerade zu dem Thema passt, das habe ich dir schon in einem anderen Video vorgestellt, du kannst auch über die API, also über die Programmierschnittstelle von Google Ads, kannst du ein Skript hinterlegen und da über die API abfragen und dir Daten in ein Google Sheet exportieren, wo du tatsächlich dann auch sehen kannst, wie viel Klicks und wie viel Kosten kommen über Shopping, wie viel kommen über YouTube, also über Videoanzeigen und so weiter. Und du kannst dir das, wenn du mehrere Asset-Gruppen hast, und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich dir gebe, wenn du verschiedene Produktkategorien hast oder verschiedene Dienstleistungskategorien, dann lege verschiedene Asset-Gruppen an. Ja, da kannst du dann im Prinzip die Texte, die Bilder, die Videos immer wirklich passend zu dieser Kategorie hinterlegen. Und dann kannst du das leider nicht im Google Ads Interface auswerten. Also wie häufig wird aus welcher Asset-Gruppe deine Anzeigen geschaltet und wie gut funktionieren die? Das kannst du aber über ein Google-Skript machen. Ja, wenn du da Interesse dran hast, kommentiere das einfach unter diesem Video oder komm sehr gerne auf uns zu. Ne, dann kann ich dir das gerne auch entsprechend zukommen lassen. Ansonsten gibt es noch eine Ankündigung, dass Google auch wieder mehr bei der Automatisierung rund um Anzeigentexte macht. Ja, das ist also gerade wieder anscheinend verstärkt im Gang, dass Google mehr und mehr eben dir gewisse Anzeigentextformulierungen vorschlägt, also für die Titel, für die Überschriften und eben auch für die Beschreibungen. Und das habe ich bisher noch nicht live in einem Konto gesehen, das wird aber anscheinend gerade ausgerollt und getestet und da können wir sehr stark davon ausgehen, dass das dann auch in den nächsten Wochen und Monaten in unseren Konten erscheinen wird. Das heißt, die künstliche Intelligenz im Hintergrund, die wird vermutlich auch immer besser werden, was das Thema Formulierung von Anzeigentexten vorgeht. Ergibt ja auch total Sinn. Ne? Also wenn du deinen Anzeigentext in der Klickrate und Conversion Rate optimieren kannst durch gewisse Überschriften und gewisse Beschreibungszeilen, dann sollte man das natürlich auch machen. Ja, ja, und damit sind wir dann auch tatsächlich schon durch mit den Updates für den März. Ja, also sehr lastig auf die maximale Performance-Kampagne, aber das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ihr diesen Kampagnentypen nutzt oder nutzen möchtet. Ja, da gibt es eben entsprechend schon Möglichkeiten, da doch ein bisschen mehr einzugreifen, als man das am Anfang vielleicht denkt und auch mehr Daten zu bekommen, als man das am Anfang noch denkt. Ja, dann wünsche ich euch maximale Erfolge und wir sehen uns spätestens im April wieder, aber bleibt auf jeden Fall auch hier auf YouTube oder im Podcast dran, also abonniert das auch entsprechend und dann werdet ihr auch nichts verpassen. Ja, apropos verpassen, ich hätte jetzt fast vergessen, euch nochmal darauf hinzuweisen, weil es hat noch nicht jeder mitbekommen, bisher wirklich nur die Leute, die in meinem Newsletter sind. Ich habe einen Videokurs veröffentlicht und der zweite steht jetzt schon direkt in den Startlöchern und zwar ist der erste Videokurs die Kunst des Bietens, also effiziente Geburtsstrategien für Google Ads. Was ist daran besonders? Was musst du beachten? Wie gehst du mit Anpassungen vor? Welche Geburtsstrategie ist die richtige für welche Kampagne? Ja, den Kurs kannst du einfach direkt kaufen, ohne sonstige Verpflichtungen, hast die ganze Zeit dann also dauerhaft darauf Zugriff. Und natürlich werden wir dann auch, wenn es nötig ist, den Kurs aktualisieren. Ja, genau. Also gucke gerne rein. Das verlinke ich dir auf jeden Fall unter diesem Video bzw. unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Und der andere Kurs, den wir jetzt in Kürze launchen, der nennt sich Google Ads für B2B bzw. für Nischenprodukte. Ja, da geht es dann nochmal sehr viel mehr konkret um das Thema, wie kann ich meine Anzeigen halt so eingrenzen und mit welchen Mechanismen und Strategien kann ich halt rangehen, wenn ich möglichst nur Geschäftskunden erreichen will. Ja, also eben nicht nur die Endkunden, das B2C-Geschäft, sondern eben wirklich auch die B2B-Geschäftskunden, Großkunden. Ja, darum dreht sich im Prinzip dieser gesamte Kurs. Beide Kurse gehen so ungefähr 2 Stunden insgesamt. Ja, also kompakt, aber vollgepackt mit viel Wissen und viel Strategie. Beide Links findest du unter dieser Folge. Und jetzt nochmal maximale Erfolge und wir sehen uns spätestens im April wieder.